Freunde. Kein Gelaber, keine großen Erklärungen. Willkommen zurück. Noch 15 Minuten Gameplay oben drauf zu unserer letzten Session. Ich erkläre einfach gar nichts mehr jetzt. Ja. Jetzt ist vorbei. Wir machen jetzt einfach. Es wird nicht mehr kommentiert. Diese Aufnahmesession, die werden wir jetzt unkommentiert durchziehen. Bei der nächsten werden wir vielleicht mal ein bisschen was erzählen, aber jetzt, ne. Wir sind einfach so weit, dass wir sagen, wir machen jetzt noch 15 Minuten. Ja, wir haben bei der letzten Aufnahme auch, glaube ich, am Ende mehr als genug erklärt, wo unser Problem liegt, und haben auch den Leuten gesagt, die mit unserer Einstellung ein Problem haben, auch entsprechend gesagt, was die Lösung dafür ist. So sieht's aus. YouTube ist groß genug. Sucht euch dann bitte einen anderen Let's Player ein, wo ihr meint, dass der eure Interessen besser vertritt, und fertig ist die Lauge. Alright. Ah, was ein Frechdachs. Jetzt tauscht er einfach seine Azumerin ein. Was da? Lol, der macht Bauchtrommel. Bist du behindert, Junge? Das war dein Todesurteil. Ach, verdammt, ich habe auf Drake immer noch den EP-Teiler drauf. Nice. Ach, guck mal, mein Todfeind. Kabutops. Tschüss. War schön mit dir, du Spasti. Ja. Darfst ruhig dich ein bisschen mit mir unterhalten, weil sonst rauscht ja, der kann ich immer ruhig, so hart in mein Ohr. Ruhig. Aber soll ich dem Kabutops auch Tschüss sagen, oder was? Ja, wink mal. Winke, winke. Ach, ein Flügelschlag, das Knuddeluff ist auch weg. Ah, guck mal, ein Arcani. Hey, hier steht auch gerade ein Arcani. Yay. Ist das nicht cool? Yay, yeah, das ist so mega cool einfach nur. Naja, Hunde, die bellen, beißen nicht, sagt man doch. Das Arcani kann Durchbruch von dem, aha, interessant. Ich glaube, das kann Arcani aber tatsächlich wirklich lernen. Ja, meine ich auch. Das war jetzt auch gerade doppelt gemobbelt. Tatsächlich wirklich. Tatsächlich wirklich sicher? Ganz, ganz, ganz sicher, Elian. Ach, guck mal, ein Kokoboy hatte der auch noch. Siehst du, das habe ich noch gar nicht gesehen. Wen juckt das? Ja, halt alles, was an Sonntag profitieren würde. Ah! Ja. Paralysiert. Stimmt. Ui, jetzt gibt er Hypertrank. Siehst du, das meine ich halt. Die Trainer dürfen Hypertränke haben, wir nicht. Aber das Problem ist, dass mein Despoter Sandsturm beherrscht und damit seine Dürre seinen Sonntag aushebelt. Oh nein, ausgehebelt? Wo kennen wir das denn hier? Ach ja, das macht der Spiel schon seit Anfang an mit uns. Oh, das Salzalter. Ja, genau, sein letztes einfach mal ein Lavados. Lama noch nicht. Ja, auf jeden Fall. Weil also, Kokoboy war schon 55. Lavados einfach mal 5, auch 55. Der Sprite ist neu. Nice, sieht schön aus. Das lasse ich mir nicht nehmen. Das Ibitak möchte ich gerne mit Eisstrahl one-shotten. So. One-Shot, Vierfachschwäche, gewonnen. So. Aber du hast Vierfachschwäche, Flugfeuer? Ja, Flugfeuer, und ich habe einen Gesteinsangriff angegriffen. Ach ja, ach, sein Magma hat er ja noch, geil. Aber wie gesagt, Leute, das wird jetzt nicht weiter kommentiert. Ich werde jetzt nochmal für die nächste Arena oder was weiß ich rennen in der Viertelstunde. Mal gucken, was ich mache. Ihr müsst auch ein bisschen verzeihen, wenn ich jetzt nicht allzu viel rede, aber ja. Oh, Magma macht Sonntag. Ich habe übrigens Magista. Volltreffer, tot. Magista, so ist richtig. Ich muss von meinem Drake noch unbedingt den EP-Teiler runternehmen. Ah, Dynamo-Orden. Nice. So, Walter, ich möchte dich nie wieder in meinem gesamten Leben sehen. Bitte lass mich einfach in Ruhe, du alter, hässlicher Sack. Tschüss. Und lass den Kack-Elektrozaun aus, das ist mega irritierend. So, ach ja, EP-Teiler. Pokémon? Drake, ach verdammt, jetzt habe ich vergessen, mit Dodo mir EP-Teiler zu, Überreste zu klauen. Ah, schade. Naja, wird es ja noch mehr als genug Gelegenheiten geben. Ja, stimmt, da hast du recht. So, EP-Teiler gegen Überreste ausgetauscht. Alles klar. Oh, hoppla, kam ein Bäuerchen hoch. Was sagst du? Pete's Meat, Qualitätsoffensive. Ja, man hat's ja leider nicht gehört. Schade. Ich hätte es gerne gehört. Das war erotisch. Das war...
Erotisch. Sexy. Sexy. Dollars benutzt Zertrümmer. Genau so benutzt Dollars Zertrümmerer. Der Futz dagegen, ja. Und der Stein ist weg. Was soll ich mit diesem... Ach komm, ich rede mit diesen Kamerafutzis. Mein Simsala kriegt immer noch ganz schön auf die Fresse. Ein Interview bitte! Ja, muss das sehen. Leute, die haben ja immer noch Krawumms und Magneton. Mhm. Ach, Sprungfeder ist Flug? Ja. Okay. So, Wutanfall und Flammenwurf, das sollte reichen, oder? Voraussichtlich. Voraussichtlich. Wir werden es sehen. Blablabla. Wutanfall ist immer noch meine Lieblingsattacke. Agoran, du kriegst keinen Nachtisch. Blablabla. Wutanfall. Wir erleben etwas Außergewöhnliches zum ersten Mal. Bitte teile uns deine Gedanken mit. Ja, ich stelle euch mal etwas Zeit zur Verfügung. Wie sind deine Gefühle in Sieg unseres Kampfes? Bestimmt kurz und nett, bitte. Lifestyle, Hobbys, Position, Geräusche, Zeit. Hä? Jetzt hast du das tatsächlich gemacht. Den gibt man kein Interview. Status. Quo. Blitzfinger, Schambolzen, Dösigkeit, Coolness. Status Eis, Elektro, Erzwinger, Expertismus, Facettenauge, Farbe, Farbwechsel, Status Feuchtigkeit, Status Flexibilität, Frühwecker, Gestein, Giftdorn, H2O, was ist das für Möglichkeiten? Status Klimaschutz, dann haben wir auch den Bildungsauftrag erfüllt. Oh okay, Scheiße. Nein, das ist nicht meine Antwort, warte mal kurz. Scheiße, viel Speed. Sorry, Leute. Oh, ich glaube, es ist das erste oder zweite Mal, dass ich in dem Let's Play... Ach, Leute, man kann ja sogar was Eigenes eingeben. Ja, klar. Oh, Himmel, Arsch und Ziel. Deine Gedanken zum Kampf. Scheiße. Lol, lachen. Ja, lachen. Ja, so das Lachen. Das ist perfektes Schlagwort. Ich bin überzeugt, dass es eine großartige TV-Sendung wäre. Lachen. Einfach nur, weil diese beiden die übelsten Lappen überhaupt sind, was einfach nur dumm ist. Allein deswegen habe ich das Interview gegeben. Hey, hier ist Team Rocket. Arbok, Smogmog, Mauzi. Cool. Das find... Aber hier, Karim, da ist ein Sandama. Mach das doch mal bitte weg. Bad Mülltonne. Haha. Ich kann mittlerweile auch nicht mehr über die Städtenamen lachen. Ach, diesen Teppichflur fand ich noch ganz witzig. So, soll ich mal den Markt gucken? Gucken, was es hier so gibt zu kaufen. Der Sandsturm ist zu stark. Ich kann nicht angehen. Gibt immer noch keine Hypertränke hier. Das ist ein Witz, Alter. Naja, so kommst du erst nach der 5. Arena-Krise. Vor der 6. Arena-Krise du frühestens Hypertränke. Aber im echten Spiel kriegst du doch auch schon... Ich weiß es nicht. Ja, aber gut, aber im echten Spiel sind die Trainer auch nicht so stark. Ja, man okay, ist nicht schon stimmt. Level 60. Na, jetzt aus, Champ. Heul, Schlurz! Geh zu deiner Mama, du kleiner Spasti. Ich hab kein Mitleid mit Kindern. Mein Motto ist, Frauen und Kinder werden zuerst getötet. Ja, gut, das war jetzt etwas übertrieben. Entschuldigung. Okay, die haben hier tatsächlich Feuer-Pokémon. Interessant. Oh, Leute, ich habe das Onix gerade mit Glut auf halbe Leben gesetzt. Nice. Das war unabsichtlich eigentlich. Trotzdem nice. Ja. Nice, weg. Weg mit dir, Onix. Weg mit dir. Als nächstes wird Geomatz den Ring betreten. Ja, alles klar. Dann, wie wäre es mit... Rammstein! 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 Alter, Geowatt sieht nice aus. Mhm. Hey, Zertrümmerer! Oh Leute, das macht ja gar keinen Schaden. Walzer! Volltreffer! Das waren 8 Schaden, Duran, bei einem Volltreffer. Mhm. Ich bin hoffnungslos unterlegen. Oh mein Gott. Ich hab nur 162! Gib auf! Gibt es eigentlich keine Aufgabefunktion?
Von wegen, hier nimm mein Geld, aber lass meine Viecher in Ruhe. Das wäre krass. So, das Geowatz habe ich jetzt weggekoppt, Lust. Stalos. Was haben wir denn gegen einen Stalos? Michael, was haben wir im Angebot gegen Stalos? Flammenwurf, danke. Frau Butterschnitzel, was muss ich nie eingeben, um die Äpfel abzuwiegen? Boah, ich schwöre Azubis an den Kassen. Ich verstehe ja, dass die lernen müssen, aber müssen die so langsam sein? Ja. Yeah. Ist auch immer so witzig, wenn bei uns an der Tankstelle neue Leute arbeiten, dann jedes Mal steht der Manager daneben, wenn die Angebote haben. Haben Sie schon von unserem neuen super tollen 2 für 3 Angebot gehört? Da kriegst du irgendwie 3 Schokoriegel an der Tankstelle, wenn du dir... Also du kriegst 3 Schokoriegel, wenn du 2 kaufst. Nice. Und ich sitze da so, ich mag keine Schokolade. Das ist aber schade. Nimm sie trotzdem mit. Ich nehme wohl 2 für eine Tankfüllung. Okay. Das geht nicht. Nicht. In letzter Zeit ist der Sprit schon wieder echt günstig. Das ist wahr. 1,22 habe ich die Tage getankt. Nice. Ha, Bug. Schon wieder? Ja, man konnte einen Trainer in der Arena sehen. Ich sehe den. I spy with my eyes something. Globander Level 40. Komm zu mir. Sei weiter. Komm her, du blödes Nummer, damit ich dich lieb haben kann! Will ich knuddeln! Catch it, if you can. Ich versuch das. Also okay, es ist im roten Bereich. Alter, es kann vor allem schon schlitzern. Alter, wie geil ist das denn? Beutel! Superball! Flieg! Und Sieg. Oh, fast hätte es geklappt. Oh, Flammenwurf. Noch ein Feuerfänger. Absorbiert. Superball, flieg! Und Sieg. Fast hätte es geklappt. Oh. Feuerfänger. Jetzt geht das die ganze Zeit zu dir. Bespalt mich mit Feuer und ich hab so wie Scheiße. Alter. Superball, flieg! Ja! Glumander! Ja! Glumander, Glu. Möchtest du Glumander einen Spitznamen geben? Ja. Nenne ihn Schatz. Nein, warte mal. Oh. Ah, weißt du was? In Angedenken an einen sehr guten Trainer, der leider ungerechtfertigterweise im Indigo-Plateau gewonnen hat, taufe ich dich Sippo. Ja, ich bleib bis heute dabei. Richie hat den Kampf gegen Ash zu Unrecht gewonnen. Das war unverdient. Ja, eigentlich hätten sie den Kampf nicht werten dürfen, das stimmt wohl. Richtig, der hätte eigentlich wiederholt werden müssen. Ich meine, nett, dass sie auf ihn gewartet haben, aber der ist da mit kaputten Pokes reingelaufen. Ja. Das ist unfair. Das stimmt. Den Jungblut will ich nicht. Habe ich irgendwo so einen verkackten Feuerheiler? Da kommen die beiden, mache ich noch und dann ist auch fällig die Laube. Ich habe keinen verkackten Feuerheiler. Jetzt muss ich nochmal rausrennen. Ich stehe vor der Arena-Leiterin. Ja, die mache ich heute eh nicht mehr. Hitzkopf Moritz und Aroma Lady Melissa. Ich habe ja noch Geld, deswegen kaufen wir einfach mal 30 Feuerheiler, obwohl ich die niemals brauchen werde. Wen juckt's denn schon? Es juckt euch, es stört euch. Ist mir Alter, ist Flamm, ist Wutanfall ein Flächenschaden? Was willst du mit Flächenschaden? Ja, also dass ich alle Gegner treffe. Aber er sucht sich aus, wen er trifft, oder das was? Ist so. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade in Roselia getötet. Nein, jetzt, ach Gott, ich kann ja... Ach, fick dich doch, jetzt gehe ich... Ach komm, ist noch eine Minute, da gehe ich einfach nochmal heilen. La la la. Oh nein, Tornupto benutzt Rauchwolke. Genauigkeit von Drake ist gesunken. Trifft jetzt nie wieder. Oh je. Scheiße, ich hab ja Wutanfall gemacht. Ich kann jetzt ja gar nicht mehr abbrechen. Ist gelockt. Drake, beruhig dich. Einfach das ganze Areal mit zerstört. Ich will meinen Nachtisch. Oh, Alter. Alles ist einfach nur One-Shot. So. Ich stehe vor der Arena-Leitung. Aber ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben verstehe ich Jonathan Apelt. Von wegen ungerecht behandelt fühlen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Hätte ich nie gedacht, dass das mal so weit kommen sollte. Ach, übrigens, Distrust hat gerade geantwortet. Er sagt perfekt. Ah ja, alles klar. An der Stelle nochmal Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. War
Ja, ich war ein bisschen preoccupied. PewDiePie! Preoccupied, nicht PewDiePied. Ja, aber trotz. Geil, Drake ist nicht mehr verwirrt. Wunderbar. Jetzt bin ich richtig sauer. So. Jetzt bin ich echt erfüllend. Ich stehe jetzt hier. Du bist wirklich stark, das hat mich erschreckt. Dann geh nach Hause heulen. So. Alles klar, liebe Freunde. Das war quasi unsere Rache. Die fängt gerade erst an. Ja, aber das war der Auftakt. Zu einem Finale Explosivo. Jetzt beginnt es. Die Rache, der Zorn. Was gute Menschen grausam macht. So, bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, tschüss. Tschüss.